Jetzt schauen wir mal in die Welt. Warum ist dort Krieg und Streit und Auseinandersetzung, alles Mögliche? Wovon wird das verursacht? Vom kollektiven Bewusstsein. Das heißt also, ich bin der Chef in meinem Leben, das Kollektiv bestimmt das Leben in der Welt. Dann könnte man noch die Frage stellen, ja, und wer bestimmt das Kollektiv? Es ist ja so, wir haben draußen in der Welt einige Dinge, von denen man sagen könnte, die sind halt so. Und ich muss da raus und erlebe das. Und das hat eine negative Wirkung auf mich. Diese Gegebenheiten können wir nicht beeinflussen. Aber wie können wir unser So-Sein beeinflussen? Wie ist das bei dir? Die Menschen wollen Frieden und miteinander sein. Trotzdem ziehen sie in den Krieg. Das ist wirklich, was ich auch denke, dass das Kollektiv halt gesteuert wird von irgendwelchen. Das will man gar nicht aussprechen. Was passiert, wenn es mir gelingt, damit in Frieden zu sein? Und dann zu sehen, was passiert. Dann muss ich nichts lernen und niemandem glauben. Und dann sehe ich. Mein Name ist Tobi. Willkommen hier auf diesem Kanal. Wir reagieren hier auf Menschen, die uns inspirieren, die uns weiterbringen können. Heute reagieren wir mal wieder auf Kurt Tepperwein. Ich habe eigentlich angefangen mit Kurt Tepperwein. Dann habe ich aus gewissen Gründen aufgehört. Und jetzt habe ich gesehen, er hat mit Van Frieden, Felix van Frieden, ein Interview aufgenommen. Und das wollen wir uns natürlich anschauen. Kurt Tepperwein, wundervolle Seele, sehr, sehr weiser Mann, der uns sehr viel sagen kann natürlich. Yes, danke, bist du hier. Danke für deine Unterstützung. Danke für deine Kommentare. Ich habe es schon mal gesagt, ich mag nicht mehr alle Kommentare beantworten, aber ich lese alle, weil es zieht mir sehr viel Energie ab und so weiter. Aber ich lese alle eure Kommentare, ich freue mich sehr darüber. Danke vielmals, seid ihr hier und ich würde sagen, wir gehen gleich rein. Hey, hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Heute zu einem ganz besonderen Interview. Mein Name ist Felix van Frieden und heute im Gespräch mit Kurt Tepperwein und Nada Brahma. Es ist etwas ganz Besonderes, dass wir jetzt heute nochmal zusammengekommen sind. Es gab besondere Umstände, wie das passiert ist und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch heute. Kurt Tepperwein und Nada Breidenbach leben seit über 30 Jahren zusammen in einer Partnerschaft, haben gemeinsam eine Tochter und auch viele gemeinsame tolle Projekte kreiert. Nada hat viel im Hintergrund gearbeitet, lange Jahre, aber jetzt ist sie. Du hast den Weg zu uns gefunden, weil du wahrscheinlich festgestellt hast, dass das, was aus. In den Ruf oder hat sie den Ruf gehört, sich zu zeigen, um auch anderen Leuten Mut zu machen, sich zu zeigen, hat einen YouTube-Kanal eröffnet, macht tolle, grandiose Interviews und macht auch jetzt eine Arbeit an der Öffentlichkeit jahrelang, warst du eher so ja, unsichtbar im Hintergrund, wie du es selber gesagt hast. Kurt Tepperwein war erfolgreicher Unternehmer, langjähriger Unternehmensberater und hat sich dann 1973 aus dem Wirtschaftsleben zurückgezogen, wurde Heilpraktiker und Forscher und hat das große Feld der Krankheiten und des Leides untersucht und hat geschaut, wie kann das Leid in der Welt vermindert werden, wie können wir diese Sache auf den Grund gehen und was kann wirklich für die Menschen getan werden. Gut, du hast über 100 Bücher geschrieben, zahlreiche Seminare gegeben, Audios, also ein riesiges Lebenswerk, was du aufgebaut hast. Und ich freue mich, dass wir jetzt sprechen. Schön, dass ihr beide da seid. Danke für die Einladung. Also fangen wir gleich gerne an. Gut, vielleicht erst die Frage an dich. Du hast jetzt so viel erlebt, bist sehr, sehr lange schon auf diesem Planeten. Wie ist so deine Sicht des alten, weisen Mannes, der sagt, ah, da habe ich jetzt so viel hier auf der Erde verbracht. Was ist in deinen Augen wirklich wichtig? Das, was ich die letzten 10 Jahre gemacht habe. Ich war seit 73 Heilpraktiker. Bis dahin war ich beschäftigt mit meiner Lebensabsicht, meinem Lebensweg. Und dann habe ich gesehen, Moment, es geht nicht nur um mich, es geht auch um die anderen. Und dann war ich für die anderen eben da als Heilpraktiker. Und da ging es nicht nur um Krankheiten, sondern die kamen praktisch mit all ihren Alltagsproblemen, sodass es auch um Partnerprobleme ging, um Schulleistungssteigerung, um Abnehmen, um was auch immer die Menschen bedrückte. Und dann habe ich aber nach einigen Jahren gesehen, das bringt eigentlich die Menschen nicht weiter.
weil wann immer sie wieder irgendwas verursacht hatten, kamen sie dann zu mir und sagten, können Sie das wegmachen? Und haben sich aber nicht geändert, haben genauso weitergemacht, die meisten zumindest. Und dann habe ich gesehen, worauf kommt es denn wirklich an? Und dann habe ich erkannt, wirklich geht es darum, aufzuwachen, zu erkennen, wer wir wirklich sind, also zu Bewusstsein zu kommen und zu leben als der, der wir wirklich sind. Denn die meisten leben in der Illusion, ein Mensch zu sein. Ja, wenn man sie fragt, wer bist du? Dann sagen die, wieso, wer bist du? Wir sind alle Menschen. Ja, sind wir eben nicht. Wir sind hier nur vorübergehend zu Besuch, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Wir sind Bewusstsein, wir sind reine Existenz. Und wir haben uns nicht verändert, aber wir brauchen in einer materiellen Welt einen materiellen Körper als Handlungs- und Erfahrungsinstrument, weil wir als Geistkörper mit unserem Lichtkörper hier nicht handeln könnten. Und deswegen bekommen wir ein menschliches Erdenkleid als Erfahrungsinstrument und Handlungsinstrument. Aber das sind wir nicht. Und die meisten Menschen verwechseln sich dann oder identifizieren sich mit ihrer Kleidung. Und das verblüfft mich immer so sehr. Und deswegen habe ich gesehen, nein, worauf es ankommt, ist vor allem diesen Irrtum zu beseitigen und den Menschen zu helfen, aufzuwachen und zu Bewusstsein zu kommen. Ich frage mich, wie viel Mal Kurt Tepperwein schon genau über das gesprochen hat. Aber für mich ist es sehr schlüssig. Ich würde das zu 100% auch unterschreiben. Und was er gesagt hat, ist, dass es nicht nur um mich geht. Das ist eigentlich eine Erkenntnis, die ich natürlich schon länger irgendwie habe. Aber letztes Mal war ich wirklich wieder mal in einem Loch. Depressive Verstimmungen und so. Und dann habe ich schon wieder das Gefühl gehabt, okay, ich kann jetzt gehen. Das habe ich im letzten Video schon erzählt. Keine Lust mehr hier zu sein, es ist perfekt, wenn ich jetzt gehe, ich habe alles erlebt. Und dann kam mir so der Gedanke, okay, vielleicht kannst du diese Emotionen jetzt so nehmen und vielleicht darüber nachdenken, ob du einfach noch mehr anderen Menschen dienen willst, zum Beispiel. Wenn du schon eh sagst, ja komm, ich habe alles gesehen, es ist gut für mich, dann wenn du wenigstens hier bist, dann versuche, deinen Mitmenschen und so weiter möglichst viel noch geben zu können irgendwie. Also sei es zum Beispiel mit meiner Frau, dass ich ihr noch mehr koche und ihr noch mehr versuche, gute Ernährung und so weiter zu geben, sodass nicht nur ich, weil für mich mache ich so vieles ernährungstechnisch und so weiter, und da sehe ich mich manchmal selber eher mehr für mich zu machen, anstatt auch für meine Frau. Und dass ich da irgendwie, habe ich da gemerkt, okay, komm aus diesem Egoismus heraus und versuche wirklich auch noch zu geben. Vielleicht war das so, musste ich das erkennen. Es hat mich auch so wie herausgeholt, irgendwie zum wieder einen Sinn zu haben sozusagen. Also man kann auch in den dunkelsten Zeiten immer einen Lichtpfeiler sehen und sich daran festhalten. Grandios. Und das ist etwas in deinem Leben, wo du sagst, das hast du vor 10 Jahren ganz klar gespürt und dann auch jetzt die letzten 10 Jahre gelebt und umgesetzt und weitergegeben. Ja, naja, ich habe es vorher schon mit den Seminaren gemacht, aber ganz konkret eben mit der Zielrichtung Erwachen seit etwa 10 Jahren. Und das, was sie gesagt hat, dass er den Menschen zwar geholfen hat, aber es ihnen nicht wirklich geholfen hat, weil sie immer wieder zu ihm kamen und gesagt haben, mach das weg. Das ist ja auch in der Medizin so. Also die Menschen gehen zum Arzt, wollen irgendeine Pille, bekommen sie, nehmen die und dann irgendwann geht vielleicht die Krankheit weg oder es kommt eine neue, sie gehen wieder zum Arzt. Und das ist eine ständige Abhängigkeit in diesem medizinischen System, das ja so aufgebaut ist, die Menschen irgendwo durch ein bisschen ungesund zu machen, sodass sie irgendwie da abhängig sind. Und deswegen ist Medical Medium einfach für mich das Tool, also der Typ, der dir sagt, der dir die Eigenermächtigung gibt und wo du selber
lernen kannst, wie dein Körper funktioniert, was du deinem Körper geben kannst. Medical Medium ist super und kann ich wirklich nur jedem von Herzen empfehlen, das sich mal anzuschauen. Jetzt ist es so, wir haben heute in der Welt das sehr häufig, dass Paare sich früh auseinandergehen oder wenn die Herausforderungen kommen, dann vielleicht nicht mehr den Weg gemeinsam gehen. Und ich habe ganz klar gesagt, wir müssen. Gut, wie war das für dich, dieses wir müssen? Meinst du, das war sehr wichtig, das auch die Phase auch durchzustehen? Und ist das heute vielleicht so, dass viele das nicht mehr wollen oder da nicht mehr gemeinsam durchgehen und dann zu schnell die Beziehung auch beenden und einfach sagen, nee, wir gehen jetzt den einfachen Weg und machen jeder unseres und das ist dann die einfache Lösung für vielleicht das, wo ja vielleicht nachher noch was mehr kommt, wie es bei euch ja der Fall ist. Ich glaube, wir haben beide neben dem anfänglichen Eigenwillen eben auch immer den Willen des einen Seins gespürt, den Schöpfungswillen, dem wir folgten, auch wenn das Ego nicht immer ganz einverstanden war, aber die höhere Priorität hatte immer der Schöpfungswillen. Und dann war es von Anfang an klar, es ist der Schöpfungswille, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Und das Ego sagte, das geht aber nicht. Es funktioniert ja nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, aber wenn das der Schöpfungswille ist, dann muss es einen Weg geben. Und dann haben wir eine ganze Weile, sagen wir mal, geübt, um zurechtzukommen. Und es wurde dann eben immer besser. Und ich habe von einem Moment zum anderen gemerkt und habe es ja auch gesagt, damals in Largs, jetzt muss ich nicht mehr. Jetzt stimmt es für mich, jetzt will ich auch. Ich bin einverstanden. Und ja, und jetzt ist es so selbstverständlich, dass wir wie eins sind, denken, fühlen, handeln. Obwohl jeder noch immer er selbst ist, anders, aber zusammen ergibt das ein wunderbares Ganzes. Ja, so ist es bei mir und meiner Frau eigentlich auch. Wir haben ziemlich andere Interessen eigentlich. Aber wir haben zum Beispiel am gleichen Tag Geburtstag. Wir sind seelisch und herzlich, glaube ich, sehr, sehr auf der gleichen Ebene. Und trotzdem haben wir eigentlich ganz andere Hobbys und ganz andere Arbeiten. Und trotzdem wissen wir einfach, dass wir zusammengehören und wir fühlen das auch. Ja, und verkopfen das gar nicht so, ah, wir haben nicht dieselben Hobbys, vielleicht passen wir nicht zusammen und bla bla bla. Wir spüren genau auf Seelenebene, gehören wir zusammen, wir sind Seelenpartner und so weiter. Also ich spüre das, ich finde das und sie auch. Dass man da nicht immer alles, so auch von der Gesellschaft wird dir vorgeschrieben, du musst die gleichen Hobbys haben oder was auch immer. Oder ja, es wird dir so viel eingetrichtert und so weiter, aber wenn du auf dein Herz hörst, auf deine Seele und du merkst, hey, das ist mein Partner, dann, wenn mal etwas nicht hundertprozentig stimmt, was gesellschaftlich hundertprozentig stimmen sollte oder so, dass man da darüber hinwegschaut, weil es den größeren, ja, Sinn vielleicht dient, wie Kurt Tepperwein auch gesagt hat. Also, dass man da wirklich mit dem Herz mitgeht und nicht auf den Kopf hört und dann sich verliert in irgendwelchen Gedanken, die gar keinen Sinn machen. Jetzt hat Nada gerade gesagt, es war bei dir so, dass vorher, also auf den alten Seminaren, Mentaltraining, viel Wert auf das Wort, das Bild gelegt und dann kam das Gefühl und jetzt ist das Gefühl größer geworden. Was war das für ein Prozess? Was hat dazu geführt, dass du jetzt das Gefühl als noch wichtiger oder mit dem mehr Raum gibst als damals bei den Seminaren? Ganz einfach die Erkenntnis der Wirkung. Im Prinzip ist das Mentale, sagt dem Leben, so hätte ich es gerne. Also es gibt dem Leben die Form vor, wie Realität in Erscheinung treten soll. Aber das Gefühl ist die verwirklichende Kraft. Und ohne das geht es nicht. Und deswegen, wenn ich nur ein leeres Gefäß hinhalte, dann fehlt da etwas. Also würde ich sagen, es gehört alles zusammen, wenn ich nur die verwirklichende Kraft habe und habe keine Zielvorgabe, dann führt das auch zu nichts.
Also die Teile sind einfach unverzichtbar und gehören zueinander und ergeben ein Ganzes. Und das funktioniert immer. Und immer wieder mal taucht die Frage auf in Kommentaren, ja, funktioniert das auch bei jedem? Das ist ganz einfach. Es funktioniert bei jedem, weil es ein Gesetz ist. Unsere erlebte Realität ist ein Spiegelbild unseres So-Seins. Unser So-Sein sind unsere Gedanken, Gefühle, Überzeugungen, Gewohnheiten, Verhaltensweisen, eben unser So-Sein. Und ein Spiegelbild hat keine Entscheidungsfreiheit. Das spiegelt einfach nur wieder, was da ist. Das heißt also, an meiner Realität, die ich erlebe, kann ich sehen, was in meinem So-Sein enthalten ist. Und das So-Sein kann man sehr leicht ändern, indem man eben weiß, wir sind reine Energie. Energie hat eine ganz individuelle Schwingung aufgrund unseres individuellen Lebensweges. Und damit bestellen wir beim Leben entsprechende Realität. Und wie gesagt, der Spiegel macht keine Fehler, das kann er nicht. Das heißt also, wenn irgendetwas an meiner erlebten Realität nicht stimmt, dann muss ich mein So-Sein ändern. Und der wichtigste oder, sagen wir mal, der wirksamste Teil in dem So-Sein ist wiederum das Gefühl. Ja, und da kann man eigentlich schlussendlich die Schuld gar nicht immer abgeben, sondern es ist eigentlich an dir. Und dann kommt aber so der nächste Gedanke, ja, wir können doch nicht so viel, dass Krieg ist, und wir können doch nicht dafür, dass die Medizin und so weiter so ist, wie sie ist. Aber da ist es, glaube ich, schon, dass wir einfach kollektiv halt da einfach mitmachen. Weißt du, wir... Ja, die meisten Menschen machen einfach mit, und auch die, die nicht mitmachen, ja, machen irgendwo durch trotzdem mit. So diese Abhängigkeit... Also es ist schon ein bisschen, alles was passiert oder vieles was passiert, ist nicht vielleicht jetzt mir persönlich oder uns persönlich, aber dem Kollektiv zuzuschreiben, weil wir halt einfach mitmachen mit diesem satanischen Zeugs manchmal und so weiter. Also können wir gar nicht immer die Schuld nach außen schieben, sondern bei uns selber wirklich starten. Und das versuchen wir natürlich mit der Arbeit, die wir hier tun, vielleicht da ein bisschen mehr Licht drauf zu bringen. Und ich habe ja 2021 eine Schule als Ernährungsberater abgeschlossen mit medizinischen Grundlagen, und ich würde eigentlich gerne jetzt Ernährungsberatungen anbieten. Also wenn du Lust hast, deine eigene Gesundheit in deine eigenen Hände zu nehmen, dann kannst du dich sehr gerne bei mir melden. Ich kann dir einfach sagen, Heilung ist nicht einfach, es geht zack, zack, zack nach oben, sondern es geht nach oben. Drei Schritte nach oben, zwei zurück und zwei nach oben und so weiter. Also es geht nicht einfach so, sondern es geht immer wieder mal ein bisschen so. Ich kann dir auch nicht einfach dieses Heilmittel anbieten und das funktioniert für alle. Aber man kann ein bisschen Arbeit in seinen eigenen Körper stecken, und da kann man sich sogar auch in Selbstliebe üben, weil es praktisch ist. Du gibst deinem Körper wirklich, was er will. Wenn du Bock hast, kannst du dich gerne bei mir melden und wir können mal eine Ernährungsberatung zusammen machen. Yes, weiter. Jetzt ist es ja so, wir haben draußen in der Welt einige Dinge, von denen man sagen könnte, die sind halt so, und ich muss da raus und erlebe das, und das hat eine negative Wirkung auf mich. Nada, vielleicht, wie ist das bei dir, wenn wir sagen, das So-Sein ändern, und dann gibt es so bestimmte Gegebenheiten. Wie würdest du sagen, können wir diese Gegebenheiten, können wir nicht beeinflussen, aber wie können wir unser So-Sein beeinflussen, dass sich das vielleicht ändert, oder sehen wir es dann anders? Wie ist das bei dir? Ich glaube, das Einzige, was wir wirklich verändern können, und dadurch verändert sich dann auch das Außen, sind wir selbst. Wobei verändern, ich glaube, wir müssen wählen. Wir müssen uns klar, oder müssen, ich mag das Wort müssen nicht. Wir können. Wir haben die Freiheit, tatsächlich in jedem Moment wählen zu können. Wählen zu können, was wähle ich in diesem Moment? Wähle ich die Liebe? Wähle ich den Frieden zum Beispiel? So viele sind außen tätig, um den Frieden irgendwo herzustellen, und gehen dagegen an. Aber so dieses selbst mal auszuprobieren, ist es wirklich möglich? Kann ich wirklich in diesem Moment durch eine Entscheidung entscheiden, zufrieden zu sein mit dem, was ist? Liegt es wirklich an mir? Kann ich das wirklich? Und wenn ich das dann mal ausprobiere,
dass ich der Einzige bin, der das entscheiden kann und der dafür sorgen kann, dadurch, dass ich sage, ja, okay, ich bin jetzt einfach mal zufrieden mit dem, was ist. Auch wenn es mir in einer Persönlichkeit oder meinem Ego überhaupt nicht gefällt, aber ich als Instanz innen drin, sage, okay, ich bin jetzt zufrieden und ich bin in Frieden damit. Und damit spüre ich den Frieden. Wie fühlt sich das an? So, und wenn ich Frieden bin, und wir haben halt alles, also wir haben alles in uns, das ist ja alles da. Und sich als die Instanz zu erfahren, die wählen kann, die Freiheit hat, wirklich wählen zu können, unabhängig von all meinen Geschichten und Dramen und meinen Bewertungen und meinen ganzen Ego-Geschichten oder Persönlichkeitsgeschichten, gibt es eine Instanz, die wir sind, die wirklich wählen kann. Und etwas in uns allen, in jedem Einzelnen, ist etwas, wonach wir uns sehnen. Ob das jetzt Liebe ist, ob das Frieden ist, ob das Glück ist. Es gibt etwas, was uns ruft. Und es ruft deswegen, weil es ja da ist. So, und wenn ich sage, okay, da draußen mit in der Beziehung oder wo auch immer, da finde ich es nicht. Vielleicht ist es tatsächlich innen drin, was so viele Meister sagen. Vielleicht ist es wirklich. Und ich schaue mal, wie fühlt sich das an, jetzt zum Beispiel Liebe, weil Kurt ja auch mit Gefühl und Liebe. Wonach sehne ich mich? Wie würde sich das denn anfühlen, wenn die Liebe da wäre? Wie wäre es denn? Und wie erlebe ich das? Und sofort bin ich ja schon in Kontakt damit. Sofort beginnt es ja, dass ich es erlebe. Und ich erlebe es, Liebe zu sein, mehr oder weniger. Und dann bin ich Liebe. Und dann herauszufinden, wenn ich das wirklich bin, wenn es mir gelingt. Also das ist für mich mein in jedem Moment mit allem in Liebe zu sein, weil ich weiß, darum es geht es und alles will letztendlich nur geliebt werden, ob ich es rausgetan habe oder was auch immer, selbst die schlimmsten von der Bewertung heraus Situationen oder Menschen wollen letztendlich nur geliebt werden, das ist so mein Weg, gelingt mir das und was passiert dann, wenn mir das gelingt und wenn ich das kann an jedem Moment, dazu braucht es meine Präsenz dann auch. Und dann erfahre ich, dann muss ich da nicht irgendjemandem glauben, sondern dann erfahre ich, jeder Einzelne kann erfahren, was passiert denn? Was passiert, wenn ich in Liebe bin? Was passiert, wenn ich den Frieden in mir habe? Was passiert, wenn ich zufrieden bin, auch wenn der Autofahrer mich jetzt gerade wieder geschnitten hat oder irgendjemand an der Kasse, was auch immer, diese vielen Kleinigkeiten oder der Partner immer noch nicht das macht, was ich eigentlich will? Ja, das ist extrem, dass man sich nicht mehr so von diesen Kleinigkeiten aufregt, also das habe ich auch nicht mehr so früher, war ich viel Hass, wütender und so. Aber jetzt nehme ich das alles irgendwie viel gelassener, also nicht immer, natürlich, ich bin manchmal schon ein bisschen auch gestresst, das ist auch irgendwie der Stress, der innerliche Stress, der da auch noch mitkommt und da macht man es schneller an der Kasse. Aber meistens kann man das irgendwie, es ist eine Entscheidung schlussendlich. Willst du jetzt wütend werden oder nicht? Wie sehr selbst bewusst bist du, um jetzt zu entscheiden, hey, look, ich will jetzt ausrasten oder nicht. Und wenn du schnell ausrastest, kannst du nachher sagen, hey, nein, das hat es überhaupt nicht gebracht, da ein bisschen eigenes Licht reinzubringen. Das ist schon sehr wichtig. Ja. Und auch, es ist ja, schlussendlich ist es immer der Verstand, das Ego, der diese negativen Gedanken und so weiter irgendwie aufrechterhalten wird, sagt, ja, aber es gibt ja Krieg und wieso, und das ist immer irgendwie der Verstand und der zieht sich da rein und du merkst eigentlich, wie dir das nicht gut tut. Also nee, du musst darüber nachdenken und es ist schlimm und schau dir Videos über Krieg oder was auch immer an, du musst da Bescheid wissen, aber es ist immer der Verstand und du merkst immer, wie du so eine Negativität hereingleitest, so. Weil wir wahrscheinlich auch trainiert sind irgendwie auf das, auf diese Negativität und so weiter. Dass man das beobachten kann, weil ich beobachte das sehr stark, dass immer er so der Zweifler ist und gegen das Herz arbeitet. So, aber nein, du musst das und bla bla bla. Das ist schon irgendwie zu differenzieren. Was passiert, wenn es mir gelingt, damit in Frieden zu sein? Und dann zu sehen, was passiert. Da muss ich nichts lernen und niemandem glauben. Und dann sehe ich, aus meiner Erfahrung passiert dann etwas, das in meinen Umständen sich viel verändert. Automatisch mein So-Sein andere mit ansteckt. Also wenn ich glücklich durch die Welt gehe und Menschen anlächle ohne Absicht, also das ist absichtslos, das ist noch so ein kleines Geheimnis dahinter, dann steckt das an. Und ich sage immer, das ist der tollste Virus, den wir in die Welt bringen können. Der ist viel ansteckender als Corona. Aber es beginnt halt in uns. Und wenn ich so durch die Welt gehe, und wir mehr sind
und immer mehr werden und das auch wie Felder gibt, wirklich, wo wir uns alle eintunen können, wo wir sagen, okay, so das sind, ja, es gibt eigentlich nur die 3-4 Eigenschaften oder Seinszustände, nach denen sich die Menschen aus meiner Sicht sehnen. Es ist das Glücklichsein, Zufriedensein auf einer anderen Ebene. Es ist die Liebe, es ist der Frieden, die Stille, das Sein. So, und wenn wir uns darin finden und erkennen, Mensch, da gibt's ganz schön viele, die das eigentlich wollen und die auch bereit sind zu sagen, okay, wenn ich es da draußen doch nicht finde und ich habe vielleicht über Inkarnationen an mir gearbeitet und gemacht und getan und es hat vielleicht immer noch nicht, vielleicht ist es ja wirklich in mir und macht mich auf diesen Weg und bin es und wir sind es gemeinsam, dann ist das einfach, es ist Magie, es ist Wunder, es passiert Heilung, es passiert so viel von selbst, einfach nur dadurch, dass wir es sind. Und im Miteinander ist es halt noch toller. Also vielen Dank für die grandiose Antwort. Jetzt ist es ja so, dass dennoch, dass dieser Zugang, wenn du das sagst, dann klingt das so leicht. Da könnten wir einfach, und ich fühle das jetzt auch gerade, genauso wie du es beschrieben hast, aber dennoch kommt häufig so ein, ja, aber ich muss doch erstmal das und das regeln und dann kann ich glücklich sein. Dann kann ich in Frieden sein. Es ist irgendwie so ganz verbreitet, dass da immer so etwas noch passieren muss, bevor ich dann das haben darf. Oder erlauben viele sich das selber nicht? Oder woran glaubst du, liegt das, dass es, obwohl es so einfach klingt und jetzt in diesem Moment ja auch präsent ist, oder auch in häufigen Momenten, wenn man sich entscheidet, bei mir ist das so, aber dennoch sehen wir in der Welt, dass viele sich nicht so entscheiden, was ja eigentlich denkt man sich, macht doch keinen Sinn, entscheide dich doch anders. Ja, die Welt zieht dich immer wieder da rein. Ich glaube, das ist auch irgendwie die Absicht, dass es dich immer wieder da reinzieht. Und jetzt mit Kriegen und so weiter, dass du irgendwie diese Nachrichten schaust und wie kannst du da in deinen eigenen Frieden kommen, wenn du ständig irgendwelche negativen Nachrichten anschaust? Ja, da liegt es jetzt tatsächlich, das, was Kurt sagt, ein bisschen aufzuwachen. Bin ich dem ausgeliefert? Bei mir taucht das auch auf, ja, aber. Und so all diese Ideen tauchen ja auf, aber wenn ich sie sehen kann, das ist jetzt mein Verstand, das ist mein Intellekt. Und führt der mich dorthin? Also ich kann da ganz rationell hingucken, ich kann da einfach mal eine Tabelle machen, führen mich alle diese Überzeugungen, führen die mich dahin und bin ich denen ausgeliefert? Haben die so viel Macht über mich? Und ich muss es wirklich, jeder die Möglichkeit, es selbst zu erforschen. Bin ich dem wirklich ausgeliefert? Bin ich wirklich den Gedanken, die auftauchen, den Sichtweisen, den Überzeugungen, bin ich denen ausgeliefert? Oder bin ich tatsächlich frei, wählen zu können? Und das ist, glaube ich, ein Weg, den wir alle zu gehen haben. Und das ist das Aufwachen. Wer bin ich? Bin ich meine Gedanken? Bin ich? Oder mal innezuhalten, sagen, Moment mal. Boah, wenn ich wirklich die Freiheit habe, wenn ich das wirklich in diesem Moment wählen kann, kann ich das wirklich? Und jetzt kommt er, ja, aber so einfach ist das nicht. Okay, so das ist ja, da gibt ja diese Geschichte, welchen Wolf fütterst du? Ne? Und wem gebe ich meine Aufmerksamkeit? Wem glaube ich in mir? Also glaub nicht allem in dir, was da auftaucht. Und das ist ein Weg des Bewusstwerdens, ein Weg des Wachwerdens, ein Weg in dem Ganzen. Wir gucken so viel aus und wollen so viel außen verändern, aber innen drin zu sehen, dass da alles drin ist und dann halt wirklich zu schauen, woher kommt diese Idee? Die habe ich irgendwann mal gehört und wir haben so viel übernommen, aber habe ich das selbst reflektiert? Ist das wirklich meine unmittelbare Wahrheit, die ich wirklich sagen kann? Genau so ist es für mich. Ja, das ist ja auch, wie ich vorher gesagt habe, bei den Beziehungen. Die Gesellschaft will dir sagen, so und so muss eine Beziehung sein. Aber ist es wirklich, wie wir das machen wollen? Und da sind ich und meine Frau auch irgendwie auf der gleichen Ebene, dass wir das irgendwie fast, also dass wir das Gesellschaftliche wie auf Null runterdrücken und dann entscheiden, wie wir das machen wollen. Und das ist eine ganz andere Lebensart, weil du nicht mehr abhängig bist von, du musst so und so sein. Klar hat vielleicht jeder noch ein bisschen so gesellschaftliche Strukturen und jeder hat Gedanken von den Eltern in sich, du musst das und das tun. Aber das kann man wirklich zurücktreten und das ansehen und sagen, hey, das bin nicht ich, das sind irgendwelche alte Gedanken. Und sich da gar nicht verurteilen darüber. Das ist halt die alte Spule, die abläuft. Aber du bist viel mehr als das. Und das ist ein Weg und das kann
so sein. Bei manchen geht es so, bei manchen dauert es ein bisschen länger, je nachdem, was wir da so alles drin haben. Aber wenn ich das, wenn ich einmal das nur hatte, dann weiß ich, ja, das geht. Ich bin frei davon. Ich muss dem da nicht glauben, was der und der hat. Es gibt so ein schönes Beispiel, dass das eigentlich alles altes Zeug ist, an das ich halt mal geglaubt habe. Dem habe ich irgendwann mein Ja, ich habe es unterschrieben. Ich habe es einfach meistens blind unterschrieben. Irgendwo habe ich es gehört, ich bin ein Mensch, ich bin eine Frau, das geht so einfach nicht und man muss ganz, ganz fest an sich arbeiten. Das habe ich alles unterschrieben, habe ich einfach geglaubt. Und jetzt ist es wie so ein Rewind. Jetzt kann ich das wieder zurück. Moment mal, stimmt das wirklich jetzt noch für mich? Und sage ich, nee, ich habe die Unterschrift drunter und ich kann sie wieder revidieren. Was ist denn wirklich wahr für mich? Was ist meine unmittelbare Erfahrung jetzt in diesem Moment? Und das ist leicht. Und der Verstand sagt, nee, weil der gibt ja vielleicht auch Instanzen, wie auch immer, die das gar nicht wollen, dass wir lebendig und Präsenz und Liebe und Frieden und Glück sind. Aber deswegen sind wir aus meiner Sicht auch hier in dieser Zeit, dass wir ganz viele sind, die ganz, ganz, ja, die aufwachen und wach werden und wirklich selbstverantwortlich in dem Sinne sind, für uns selbst zu schauen, was ist in mir und was bin ich und wie gehe ich mit den Elementen um? Wo gebe ich meine Aufmerksamkeit, meine Energie, meine Lebendigkeit, meine Schöpfungskraft hin? Gebe ich die tatsächlich all diesen Ideen hin? Oder habe ich die Freiheit, das nicht zu tun und was anderen zu nähern? Also du hast jetzt den Begriff des Aufwachens genommen. Ich würde gerne noch den Begriff einmal aufgreifen. Und Kurt, wie siehst du das? Der Begriff wird jetzt häufig verwendet, aber es ist ja ein sehr, sehr großer Begriff. Und der beschreibt auch eine sehr, sehr lange Phase. Also Aufwachen, dass man sieht, okay, was spiegelt sich ab? Aber das dann ins Leben zu integrieren und das, was Nada gerade gesagt hat, zu tun, ist ja nochmal was ganz anderes. Wo würdest du sagen, was ist so das Wichtige bei diesem Aufwachprozess? Weil ich glaube, alle, die dieses Video schauen, werden sich irgendwo in diesem Aufwachprozess befinden. Und jetzt zu sagen, okay, wie können wir einen Schritt weitergehen, dass das wirklich Realität in unserem Leben wird, das, was Nada gerade beschrieben hat, dass wir halt das Glück, den Frieden, das Sein, die Stille einladen und leben. Alles, was wir erleben in der Welt, in unserem Umfeld, in der Familie, mit uns, ist eine Wirkung. Und in dieser Welt hat jede Wirkung eine Ursache. Solange diese Ursache besteht, geschieht diese Wirkung. Und wir haben zwei Erfahrungsebenen, nämlich meine Welt, also mein Umfeld, das, was mich betrifft, und die Welt da draußen. Und meine Welt wird ausschließlich von mir bestimmt. Da kann niemand rein bestimmen, genau wie bei jedem Einzelnen. Niemand kann für einen anderen eine Ursache setzen, sondern das muss er schon selber tun. Also Gott sei Dank kann niemand in unsere Welt reinfuschen. Aber da sind wir dann ganz alleine verantwortlich und können es aber in jedem Augenblick ändern, indem wir unser So-Sein ändern. Jetzt schauen wir mal in die Welt. Warum ist dort Krieg und Streit und Auseinandersetzung, alles Mögliche? Wovon wird das verursacht? Vom kollektiven Bewusstsein. Das heißt also, ich bin der Chef in meinem Leben und das Kollektiv bestimmt das Leben in der Welt. Dann könnte man noch die Frage stellen, ja, und wer bestimmt das Kollektiv? Und dann erkennen wir, dass tatsächlich über dem Kollektiv noch eine Kraft steht, die bestimmt, die lenkt. Und die haben ganz unterschiedliche Interessen. Die Menschen wollen Frieden und miteinander sein. Trotzdem ziehen sie in den Krieg. Wer bestimmt das? Und da kennen wir dann einige Leute, sagen die Politiker oder die das Sagen haben, die bestimmen. Aber die scheinbar das Sagen haben, haben gar nicht das Sagen.
Die kriegen gesagt, was sie zu sagen haben. Und da muss man mal dahinter schauen, welche Interesse hat die Macht dahinter? Und dann erkennt man auf einmal, ja, das ist alles ganz folgerichtig. Solange die bestimmen, dass die so regieren, geschieht das. Und dann kann ich aber sagen, ich kann das Kollektiv nicht ändern. Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber ich kann mein Leben ändern jederzeit. Das ist meine Aufgabe und das sollte ich tun. Und dann erkenne ich irgendwann, ich kann doch ein bisschen das Kollektiv ändern, indem ich nämlich mehr Bewusstsein reinbringe in das Kollektiv, dass ich sage, bist du wirklich der, der du zu sein glaubst, ein Mensch? Oder bist du was? Schau doch mal hin. Und dann helfe ich den Menschen zu erwachen und kann so tatsächlich auch Einfluss nehmen auf das Kollektiv. Ich kann das Kollektiv nicht ändern, aber es sind inzwischen doch viele Tausend, die angefangen haben zu erwachen, sagen wir mal so. Die sind nicht erwacht, die sind Erwachende. Das ist genau das, was ich auch denke. Also ich kann das zu 100%ig unterschreiben. Das ist, ja, wir können unsere eigene Welt, unsere kleine Welt können wir beeinflussen mit unserem freien Willen. Wir können uns, keine Ahnung, anschauen, was wir wollen. Wir können uns ernähren, wie wir wollen. Wir können uns bewegen, wie wir wollen. Wir können das tun in unserem Rahmen. Die kollektive Welt können wir wirklich nur ein bisschen verändern, indem wir auch positiver werden, bewusster werden und dann zum Beispiel, es gibt Menschen, die machen Videos, wie ich, wie Kurt Tepperwein, die versuchen irgendwie den Menschen etwas zu geben, mehr Bewusstsein zu geben und so weiter, dass sie vielleicht auch bei ihnen Klick macht und sie denken, okay, und dann ist es ja wie, du steckst diesen Menschen an und der steckt wieder andere Menschen an und so kann das weiterlaufen. Und das ist auch, ja, das ist wirklich, was ich auch denke, dass das Kollektiv halt gesteuert wird von irgendwelchen, das will man gar nicht aussprechen, und dass wir vor allem in unserer eigenen kleinen Welt versuchen, die Dinge zurechtzurücken, dass sie uns gefallen. Weil sich vom Kollektiv so krass runterziehen lassen, bedeutet eigentlich, dass diese gewinnen. Genau wie ich auch. Ich bin sicher noch nicht fertig. Das Schlimme ist nämlich, wir glauben immer, alles, was ich weiß, ist alles, was da ist. Sonst wüsste ich es ja. Das heißt, wir können nicht erkennen, was wir nicht wissen, was wir noch nicht erkennen können. Und deswegen urteilen wir aufgrund unseres begrenzten Erwachens. Deswegen sage ich immer, unser Leben ist ein Spiegelbild des Grades unseres Erwachens. Und den sollten wir möglichst erhöhen und dabei anderen helfen, auch immer mehr zu erwachen. Denn wir sind ja alle vollkommen. Wir müssen nicht vollkommen werden. Aber wir haben es vergessen. Und wenn man was vergessen hat, kann man sich wieder erinnern. Und das ist der Weg des Erwachens, dass man die anderen und sich selbst natürlich in erster Linie an die Wirklichkeit hinter dem Schein erinnert. Man muss nicht erwacht sein, um zu versuchen, die Menschheit zum Erwachen zu bringen. Während dem Lehren merkst du, wie du selber lernst. Das ist eigentlich das Schöne. Man muss nicht einfach der bewussteste Typ der Welt sein, um irgendwie da beim Kollektivbewusstsein etwas zu verändern zu können. Ja. Sondern während du diese Arbeit machst, spürst du selber bei dir meistens, dass auch in dir etwas passiert. So. Jetzt hast du gerade die Vollkommenheit angesprochen. Wir sind alle vollkommen und es spiegelt sich aber noch nicht. Und der Grad des Erwachens spiegelt sich in dem, was wir sehen. Ich finde dieses Spiegelbild wunderbar, dieses Bild einfach, das lässt sich nicht ändern. Spiegel lässt sich nicht ändern. Wir sehen einfach das, was sich spiegelt. Und jetzt wünschen sich viele ein Leben in Fülle, in spiritueller Fülle, in materieller Fülle,
Ist das möglich, ein Leben in spiritueller, materieller Fülle zu erreichen und gleichzeitig auch die Aufgabe, die wir haben, zu tun? Also, was meinst du, ist das Leben dafür da, dass wir ein gutes Leben haben? Oder müssen wir hier eine Arbeit verrichten? Oder geht beides oder ist das auch individuell? Ein gutes Leben will nur ein Ego haben. Bewusstsein interessiert sich nicht für ein gutes Leben, sondern für ein stimmiges Leben. Das kann ruhig unbequem sein, aber es ist schöpfungsgerecht. Und das Ego interessiert sich eigentlich für Schöpfungsgerechtigkeit so vielleicht, möglicherweise, eventuell ein bisschen am Rand. Eigentlich will es nur ein angenehmes Leben haben. Aber wenn wir vollkommenes, ewiges Sein sind und kommen hier in eine unvollkommene Welt, dann ist es sicher nicht unsere Aufgabe, uns hier ein angenehmes Leben zu machen. Dann hätten wir zu Hause bleiben können. Das wäre leichter gewesen. Also das ist nicht unsere Lebensabsicht hier. Und deswegen gehört es eben zum Erwachen zu erkennen, weshalb bin ich eigentlich hier? Welche Erfahrung will ich machen? Und die erste Erkenntnis ist, ja, ich bin ausschließlich hier, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Ich bin ganz bewusst eingetreten in die Begrenzung einer menschlichen Existenz. Aber nicht, um mich damit zu identifizieren und zu versuchen, die menschlichen Probleme zu lösen. Wir müssen uns einfach bewusst machen, solange ich in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, solange verursache ich mit dieser Illusion die ganzen menschlichen Probleme, die ich dann versuche zu lösen und es nicht ganz schaffe. Und dann mache ich die Erfahrung, scheinbar, das Leben ist nun mal ein Problem. Ist es nicht. Das Leben ist nur ein Problem in der Illusion. Und sobald ich bei Bewusstsein bin, verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme aus dem Leben, weil sie keine Ursache mehr haben. Und dann wird die eigentliche Aufgabe sichtbar, die wesentliche Erfahrung, um die es geht. Und deswegen sage ich, das ist der Beginn des faszinierenden Abenteuers des wahren Lebens. Und das Dumme ist, die meisten Menschen wachen in diesem Leben gar nicht erst auf. Die verschlafen das ganze Leben und der Körper stirbt irgendwann und die gehen nach Hause und sagen, ja, aber ich habe ja gar nicht angefangen zu leben. Ich habe mich ja die ganze Zeit nur im Traum vorbereitet auf das Leben. Ja, sie haben sich nur vorbereitet, aber sie haben nie angefangen. Und deswegen ist für mich eben das Erwachen so wichtig, damit es endlich beginnen kann, das wahre Leben. Und weißt du, es gibt dort schon viele Menschen, die sich da gar keine Zeit für das nehmen können, irgendwie, weil sie zum Beispiel schwer krank sind, weil die Umwelt und so weiter sie krank macht und so weiter. Und da ist das dann ein bisschen schwierig zu sagen irgendwie. Also ich finde, schwierig zu sagen, ja, man ist kein Mensch und man ist viel mehr und so weiter, was ja auch dir ein bisschen Kraft geben kann. Aber trotzdem sind wir hier irgendwie als Mensch mit dem Bewusstsein und so weiter. Aber wenn der Mensch, wenn der Körper und so weiter sich nicht gut fühlt, die Psyche, das Hirn vergiftet ist und so weiter, dann kann auch die Seele und so weiter nicht wirklich aufblühen. Deswegen will ich einfach nochmal sagen, Medical Medium Ernährung kann einem da wirklich rauskatapultieren, wie es mich auch getan hat. Du hast einen reineren Geist und einen reineren Körper und kannst so. Ja, aber ich finde das schon auch noch wichtig. Wie war das bei euch? Wann war so der Punkt, wo ihr gemerkt habt, oh, jetzt ist, vielleicht, man sagt ja auch, spricht ja auch von der zweiten Geburt. Jetzt spüre ich es. Auf diesen Moment habe ich vielleicht so lange hingearbeitet und jetzt nutze ich das. Habt ihr da ein klares Bild? Könnt ihr euch zurückerinnern oder wie war das? Nada? Bei mir gibt es tatsächlich, als Kind war ich ja schon, wo ich das Gefühl hatte, das, was ich gesehen habe, was Menschen leben, das ist es nicht. Also von dem her bin ich schon irgendwie so mit damit hergekommen. Ich hatte nichts gegen schönes Leben oder so, aber es war mir auch nicht wichtig. Also das Äußere war mir einfach nicht so wichtig. Und Kurt ist jetzt einfach nur mal kurz zu sagen, der hat es ja wirklich super zusammengebracht, also die Fülle auf allen Ebenen zu leben.
Und ich hatte immer schon ein Gewahrsein über mich, aber ich habe es nirgendwo gespiegelt bekommen. Und habe dann tatsächlich dann damals mit Jesus, das war dann der erste oder Gandhi-Film oder sowas, da gab es schon welche hier mal, die haben hier gelebt und die haben auch was anderes gelebt als das, was ich halt sonst so gesehen habe, was Menschen leben. Und da gab es dann schon so ein bisschen Vorbilder. Und tatsächlich bin dann zu, also eben, ob jetzt Omram Ivanhoe oder Peter Doinhoff oder viele, viele Lehrer, viele Meister, die das alles reflektiert haben. Aber in mir gab es immer noch so einen großen Zweifel, weil es gab mich, ich habe mich wahrgenommen, aber mich gab es auch als Mensch, als Frau, als ich da war mit Kur zum Beispiel, der sich nicht geärgert hat und sage ich, nee, aber ich bin hier Doppelfeuer und hier waren viele Emotionen und ich bin eifersüchtig gewesen und ich habe mich halt geärgert und ich hatte Stress. Ich habe es nicht zusammengekriegt. War mit Advaita das dann auch oder Eckhart Tolle, alles ist hier, alles ist jetzt, sage ich, ja, alles gut. Aber ich als Mensch, es war ein innerer Kampf in mir. Es war wie auch ein Krieg, das, was ich auch oft draußen sehe, dass das nicht zusammenkommt, der Mensch und das Geistige, das Göttliche. Und bin dann 2008 zu einer spirituellen Wissenschaft gekommen und da ist es zusammengekommen, dieses Verstehen, das bin ich im Absoluten, das bin ich, aber ich bin auch Mensch. Das bin ich im Weltlichen, im Relativen. So, da bin ich Nada und da bin ich eben das Göttliche, da bin ich halt Seele, da bin ich Atma. Und ich begleite letztendlich, und da kam das zusammen, ich begleite im Prinzip mich als Nada. Ich bin das Licht und sehe alles und ich bin das alles, bin vollkommen. Aber ich als Nada habe noch genug Zeugs, was alles zu sehen ist und zu integrieren und zu lieben und so weiter und so fort. Und das muss ich sagen, also da hörte dieser Zweifel auf, da machte es Klick, es wurde komplett. Und das war definitiv etwas, wo ja auch Kurt mitgemacht hat. Und wenn er sagt, seit 10 Jahren, also er war das erste Mal 2009 dann da, was etwas komplett macht und so die Suche im Außen aufhört und du weißt, okay, jetzt geht's nur noch darin, das anzuschauen. Und das ist schön, weil ich habe den besten Begleiter an meiner Seite, das bin ich. So hört sich ein bisschen schizophren an, aber ist es nicht. Es ist, ja. Also du meinst, das war dann sozusagen das höhere Ich, was dich begleitet, oder das auf der anderen Seite, oder wie siehst du das? Ja, das bin ich ja wirklich. Ja. Das sind wir ja wirklich. Das ist das, was wir immer sind. Das ist das Ewige, was sich nie verändert. Das sind wir ja alle. Sonst, das ist das lebendige, ewige Sein. Also wir würden... Das, was durch dich schaut, durch die Ohren, durch deine Augen hört, ohne unsere lebendige Präsenz, ohne unsere Seele, Atma, das ist das Leben in uns, das sind wir. Das andere ist der Körper, der andere ist das Gefäß. Und auch was du vorhin gesagt hast, bei der Wissenschaft wird gesagt, also wir sind dieses ewige, vollkommene 360 Grad Licht. So, ne? Aber wir sind wie in so einem Pott der ganzen Überzeugungen, der Sichtweisen zu glauben, ich bin der Pott, ich bin das Gefäß, ich bin diese Form. Und je mehr dieses Licht, je mehr ich da durchgucke und erkenne, nee, bin ich ja nicht, stimmt ja gar nicht, desto mehr kann ich dadurch wirken, durch diese Form. Und diese Form wird immer mehr als das. Deswegen, bei manchen kracht es einmal und dann ist das ziemlich da. Und bei anderen macht es einen kleinen Riss, je nachdem, wo ich vielleicht auch, wo das, dieses Ich da bereit ist dafür. Da kommen ganz viele Sachen, Ängste, bla bla bla. So, ich sterbe und da bin ich ja keiner, dann löse ich mich ja auf und was soll ich denn, dann kann ich nicht mehr funktionieren und so weiter. Es sind ja so viele Sachen, die im Kollektiv vielleicht sind. So ist das sehr individuell. Und da gibt es für mich auch kein, so, mach das und dann passiert das. Funktioniert für mich so nicht. Danke. Gut, wie war das bei dir? War das auch 2008, 2009 oder hast du da noch, wie hast du das wahrgenommen bei dir? Dieses Erwachen auf der Ebene. Ich hatte mehrmals im Leben einen Punkt und tatsächlich war das nicht ein Prozess, sondern es war immer ein Moment. Von einem Moment zum anderen hat sich alles geändert. Zum Beispiel habe ich ja den letzten Krieg noch erlebt, und zwar wach, da war ich ja 13, als er dann zu Ende ging. Also dann kam die Notzeit, keine Versorgung, dann gab es keine Überlegung,
welche Ideale habe ich, oder es geht um Bewusstsein. Es ging darum, den nächsten Tag zu erleben, um reine Existenzfragen. Also habe ich was zu essen morgen? Und der Verstand sagt, ja, woher soll das denn kommen? Es gibt kein Versorgungssystem mehr. Wir haben auch nichts Wertvolles zum Tauschen. Und auf einmal kam dann auch von einem Moment zu, ich habe dann eben gedacht, okay, jetzt habe ich was zu essen. Wir hatten, wenn dann einmal am Tag was zu essen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir morgen auch was zu essen haben. Denn wir waren so geschwächt, dass 2-3 Tage ohne Essen, dann hätten wir ja nicht mehr gehen können. Dann war es sowieso vorbei. Und dann hatten wir am nächsten Tag was zu essen. Gegen jede Erwartung, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und am nächsten, übernächsten Tag auch. Und dann kam auf einmal ein Moment, der mir heute noch ganz im Bewusstsein ist. Da muss ich also vielleicht 14 gewesen sein, dass ich nicht mehr gefragt habe, werden wir morgen was zu essen haben, sondern jetzt bin ich mal gespannt, woher wir morgen etwas zu essen bekommen. Also ich spürte schon, da ist eine Kraft dahinter, ein Regisseur, der das lenkt, der offensichtlich will, dass ich überlebe. Und ich bin mal gespannt, wie der das macht, weil der hat doch eigentlich keine Chance. Die Wahrscheinlichkeit sprach vollkommen dagegen. Aber es ging eben immer weiter. Und dann kam die Notwendigkeit, dass man mal wieder was zum Anziehen bekommt, weil ich hatte eine Sache zum Anziehen. Wenn die gewaschen werden musste, dann musste ich ins Bett und warten, bis die trocken war, weil ich hatte ja kein zweites zum Wechseln und so weiter. Also es ging immer nur um die Existenz und dann wieder mal neue Möbel und dann wieder mal ein neues Zuhause. Und allmählich waren die Bedürfnisse des Menschseins erfüllt. Da war keine Zeit, die in Frage zu stellen. Da ging es nur darum, die zu erfüllen. Und dann irgendwann eben kam wieder der Punkt. Das habe ich vorhin ein bisschen gemeint. Viele Menschen haben gar keine Zeit und Wahl und so, sich für diese Themen zu interessieren, wie wir hier auch irgendwie das können. Es ist auch ein bisschen Wohlstand, was wir hier uns anschauen können. Und man könnte fast sagen, Erwachen ist irgendwie, also Erwachen nicht, aber ja, auch nicht unbedingt, weil jede Phase kann dich ins Erwachen bringen. Auch einen Krieg kann dich nachher irgendwie erwachen. Und bei mir war es auch so, dass ich zuerst unten durch musste. Also es ist natürlich nicht so einfach zu sagen, aber wenn jetzt irgendwie, ja, ein Krieg ist und so, oder du schwer krank bist, dann geht es einfach nur ums Überleben. Und alles andere wird ausgeschaltet. Und ich glaube, das wird auch genau ein bisschen halt versucht, dass wir halt überleben müssen mit Corona, mit Kriegen und so weiter, anstatt irgendwie kollektiv zu erwachen. So, du musst jetzt in den Krieg und Deutschland will in den Krieg und so weiter. Weißt du, wenn er da noch mitmacht, das ist wirklich dann tragisch. So, jetzt habe ich für mich gesorgt, ich bin erfolgreich, Essen ist immer genügend da, Wohlstand ist inzwischen da. Aber ist das der Sinn des Lebens? Und von einem Moment zum anderen merkte ich, nein, ich war die ganze Zeit nur mit mir beschäftigt, mit dem eigenen Überleben nach dem Krieg. Das ist nicht der Sinn des Lebens. Für andere da sein. Und dann kam eben die Entscheidung von einem Moment zum anderen, Heilpraktiker zu werden. Ich hatte bis dahin das Wort nicht mal gehört. Ich wusste nicht, was das war, aber ich wusste, das mache ich. Und das habe ich dann gemacht. Und genau dann ging das auch viele Jahre. Und dann habe ich gemerkt, Moment, ich mache das Richtige. Ich helfe den anderen, wieder zur Gesundheit zu kommen, ihre Probleme zu lösen, mit dem Leben zurechtzukommen, mit dem Partner und so weiter. Aber eigentlich bewegt sich gar nichts. Die bleiben immer in dem gleichen Bewusstsein, verursachen die gleichen Probleme. Und wenn sie nicht weiter wissen, kommen sie zu mir. Und
dann habe ich eben wieder von einem Moment zum anderen erkannt, nein, das ist es noch nicht. Es geht um das Erwachen. Und das war wieder kein Prozess, sondern ein Schritt. Okay, dann ging es nur noch darum, wie kann ich Erwachen forcieren? Ja, zunächst einmal natürlich bei mir. Ja, also wenn, dann muss ich ja Vorbild sein können, sonst sagt der andere, ja, du redest so schön von Erwachen, mach das erstmal selber und dann reden wir weiter. Und dann habe ich gesehen, okay, also ich muss immer ein paar Schritte vorangehen, aber es nützt den anderen auch nichts, wenn ich zu viele Schritte vorangehe, weil dann sagt er ja, okay, das ist wie ein Bergführer, der oben auf der Spitze des Berges angekommen ist, da kommt drauf, es geht. Ja, das nützt denen nichts. Der Bergführer muss ein paar Schritte vor ihnen hergehen, damit die sehen, wo hat er hingetreten und wo hat er sich festgehalten und wie hat er das gemacht. Dann ist das hilfreich. Und dann habe ich eben gesehen, was wirklich hilft, zu erwachen. Und das weiß ich jetzt. Das ist der Weg, darum geht es wirklich, dass wir hier erwachen. Um das ganze Interview kostenfrei weiterzuschauen. Okay, das war das Video. Wenn du das ganze Video schauen willst, kannst du gerne auf funfrieden.de gehen, um dir das ganze Video anzuschauen. Ja, wir sind hier fertig, weil das Video zu Ende ist. War mal spannend, ein bisschen persönlichere Einblicke und so weiter zu kriegen. Der spannendste Teil fand ich eigentlich das mit dem Kollektiv und mit unserer Welt und die kollektive Welt und wer ist dahinter und so, das sehe ich eigentlich genau gleich. Was können wir wirklich dagegen tun? Mehr erwachen, weil die meisten, also viele schlafen noch und so kann das Spiel halt weitergetrieben werden und so weiter. Ja, versuchen die Welt einfach zu einem kleineren, besseren Platz zu machen. Yes. Ich danke dir fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal.